Wer hat Mühe, wenn eine Pause sich ergibt im Gespräch? Was machst du? Okay, es entsteht eine Pause im Gespräch. Was machst du? Wie oft höre ich das? Was sage ich als nächstes? Yeah, I don't know what to say after I say hi. Sag ich, nothing. Hi. Hab das früher so aus Bock gemacht. Ich muss es mal wieder machen. So, keine Ahnung, in Starbucks zur Barista gehen und wenn die einigermaßen herzig ist und nicht gerade viel los ist, gehe ich hin und sage, hi. Und sie, hi. Dann muss ich meistens schon lachen. Hi. It's so nice to see you. What can I do for you? That depends. But I don't know you that well yet. So, for now, I'll just take a triple shot latte, caramel, grande, venti, and then we'll see. Was willst du sagen? Was gibt's da immer zu sagen? Wenn so eine Pause entsteht, lehne ich mich zurück, schaue das Mädel an und sage, here we are. Oder vielleicht sage ich gar nichts. Und spiel mit der Energie. Lass die in den Raum fließen. Wickel sie ein in diese Energie. Hypnotisiere sie, ohne ein Wort zu sagen. Und ich rede jetzt nicht von manipulativer. Ich mache keine Hypnose. Ich hatte meinen ersten NLP-Master mit 1986 durch Anthony Robbins inspiriert. Da habe ich noch zwei weitere gemacht, die waren alle drei völlig verschieden. Ich mache kein NLP. Ich vergesse mehr pro Jahr über NLP, als die meisten, die es unterrichten, je wissen werden. Aber der Punkt ist, ich mache keine Hypnose. Ich bin Hypnose. Ich brauche kein Wort zu sagen, ich kann eine Frau in Trance versetzen, ohne den Mund aufzumachen. Weil ich das lebe, weil ich das bin, weil ich das atme. Und das kann jeder. Das ist keine Kunst, das ist auch kein Talent. Vielleicht ist es ein Talent, aber es ist nichts, was du nicht im Prinzip entwickeln könntest, wenn du voll an deine Energie angeschlossen bist und dich nicht ständig davon abkoppelst. Durch Schutzpanzer. Wie fühlst du es an? Also, als ich bedürftig war und früher jede Pause, das war wie so ein Händchen. So, ich bin ein bisschen aufmerksam. Weißt du, so wie bei Stargate SG-1? Meine milde Gabe, ich brauche das jetzt. Allein, dass du dieses noch fühlst, killt 90% deiner Attraktivität und killt 90% deiner Chancen mit Frauen. So einfach ist die Sache. Das, was du alles glaubst, was es ist, das Tun und Machen, ist nicht einmal die Sahne auf dem Eis. Es ist der Stil. Alles, was du sagst, alles, was Pickup ist bestenfalls, wenn du es richtig machen würdest und es funktionieren würde, was es nicht tut und du nicht wirst, wäre es der Stil der Cocktailkirsche auf der Sahne, auf dem Eis, auf dem Hochzeitskuchen, auf dem 400 Meter langen Kreuzfahrtschiff. Mehr nicht. Es hat null Upside Potential, es hat 100,0% Downside Potential. Alles, was du tust und machst und sagst, und erinnere dich immer an die Szene aus Indiana Jones. Inhalt und Kontext. Kennst du die Szene, oder? Erster Indiana Jones Film. Der Typ. Einzige Antwort. Der gordische Knoten. Mission accomplished. Problem solved. Wenn eine Frau in der Stimmung ist und sie will jetzt Sex und du entsprichst im weitesten Sinne ihrem Beuteschema und es ist in dem Moment sehr weit gesteckt, je weniger du sagst, desto besser. Da geht es nur darum, dass du klar bist, bei dir bleibst und sie hat nur einen einzigen Wunsch. Please don't fuck this up. Zwischen jetzt und der Kiste. Hoffentlich kann das Maul halten. Und wenn sie dann anfangen mit Pickup oder irgendwelchen anderen Sachen, was die meisten Leute heute tun, irgendwas versuchen, kann nur nach unten gehen. Du kannst mehr mit Blicken oder Energie sagen. Es ist so bedürftig, glauben, jede Pause füllen zu müssen, immer was sagen zu müssen. Was willst du sagen? Es gibt nichts zu sagen. Genieß einfach mal die Pause. Spiel mal mit der Energie. Halt Augenkontakt. Ich rede nicht wie ein Stalker zu gucken, sondern einfach nur präsent sein. Also nicht manisch präsent sein, einfach nur. Ja. It's a beautiful day, isn't it? Here we are. Das erste Hi, dann hast du auch keine Ansprechangst. Hi, how you doing? Und lass alles andere über Körpersprache und Energie. Die Fuzzis da draußen sagen uns, verbale Kommunikation ist 7%, Voice Tone ist 38% und Body Language ist 55%. Was ist mit den anderen 90%? 900%? 9000%? Das ist zwar richtig, dieses Dreieck, 7%, 38 und 55, aber das ist alles nur wiederum der Stiel der Kirsche auf der Sahne, auf der Eiscreme, auf der Torte. Die Chance, dass du damit mehr Schaden anrichtest als Nutzen, ist 100 zu 1. You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of love. Alles, was du sagst, kann und wird gegen dich verwendet werden. Also einfach mal die Fresse halten. Wenn dir dieses Audio gefallen hat oder es dich zumindest zum Nachdenken bringt, dann empfehle ich dir, dich mit deiner E-Mail-Adresse in das vollkommen kostenlose Magic Mail E-Mail Training einzutragen. Dieses E-Mail Training ist speziell für Männer konzipiert,
welche in jüngster Zeit von einer Frau verlassen wurden und diese nun so schnell wie möglich zurückgewinnen wollen. Aber auch für Männer, die generell nicht wirklich zufrieden mit ihrem Erfolg beim anderen Geschlecht sind. Für Männer, die in ihren Beziehungen immer wieder an Grenzen, auf Probleme oder Dramen stoßen, die sie nicht und schon gar nicht alleine bewältigen können. Für Männer, die sich nicht selbstbewusst genug fühlen, um wirklich attraktive und emotionell gesunde Frauen in ihr Leben zu ziehen. Für Männer, die zwar der Kapitän ihrer Beziehung sein wollen, aber immer wieder merken, dass die Frau das Ruder übernimmt oder gar die Zügel in der Hand hält. Aber auch speziell für Männer, die immer wieder versuchen, sich die Gunst attraktiver Frauen zu erwerben oder gar zu ertricksen oder zu erschleichen, aber trotzdem oder eben gerade deshalb immer wieder in der Freundschaftszone landen und von Frauen nicht wirklich als richtiger Mann oder als sexuell interessanter Mann wahrgenommen werden. Lass mich dir eines sagen. Wenn du Probleme irgendeiner Art mit Frauen und oder Beziehungen hast, dann liegt die Ursache fast immer darin, dass du deine Macht, deine authentische Power als Mann auf irgendeiner Ebene oder auf irgendeine Art und Weise an Frauen abgibst und nicht mit deiner Männlichkeit im Reinen bist. Wenn du, wie schon tausende andere Männer vor dir, dein Leben radikal transformieren, deinen Erfolg bei Frauen drastisch steigern und sogar gute Beziehungen führen möchtest, dann trag dich hier und jetzt in dieses kostenlose E-Mail-Training ein, wo du durch einen klaren und tausendfach bewährten E-Mail-Training-Prozess geführt wirst, in welchem du lernst, wie du Schritt für Schritt deine innere Power als Mann wieder zurückgewinnen wirst. Alles, was wir von dir brauchen, ist deine E-Mail-Adresse, damit wir dir das kostenlose E-Mail-Training überhaupt zusenden können. Wir brauchen keine private Information wie deinen Namen oder andere Daten. Dein E-Mail-Training ist 100% kostenlos und du kannst dich natürlich jederzeit mit zwei kleinen Klicks wieder davon abmelden. Denke allerdings nicht, dass du das tun wirst, wenn du merkst, wie sehr es dir wirklich helfen wird. Trag dich jetzt hier ein und dein Leben wird sich von Grund auf verändern. Du bist nicht allein. Lösungen sind nur einen Mausklick entfernt.